Es gibt eine Jahreshauptversammlung und bei der wird sicherlich die ein oder andere kritische Frage gestellt. Ich hoffe sehr, dass Max Eberl da mit souverän umgeht. Jeder weiß, dass wir nach wie vor hundertprozentig, also ich zumindest, und ich glaube, das gilt für dich genauso, hinter ihm stehen, Ja, hinter seinen klar. Entscheidungen stehen. Und es ist nicht, hat nichts mit irgendwelcher zu hohen Erwartungshaltung und so weiter zu tun. Es ist einfach nur leider, leider erschreckend, unsere Borussia derzeit in diesem mentalen und spielerischen Zustand zu sehen. Und ich glaube, damit sprechen wir auch vielen Fans aus der Seele. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt erwarten, dass wir jedes Spiel 5-0 gewinnen. Aber es fehlt total an den Basics. Ja. Und da kann man einfach nur hoffen, dass wir jetzt einen Weg finden, für die letzten 3 Spiele irgendwie, ja, nochmal die Zu Motivation mobilisieren. oder ja, irgendwas aufzubringen, um Punkte zu holen. Ja, aber wie gesagt, es geht auch, glaube ich, jetzt bei der Jahreshauptversammlung und in der Zukunft nicht nur um die nächsten 3 Spiele, sondern allgemein um die Zukunft. Und ich glaube, da muss Max Eberl jetzt schon sehr gut sich Gedanken machen und so plakativ oder abgedroschen es klingt, wir müssen gucken, dass wir vielleicht in der Mannschaft irgendwas ändern. Ja. Ja, an der Substanz was ändern. Also wir haben da eben genug Leute angesprochen, die viele, viele nette und auch gute Spieler, wenn sie in Form sind, haben, aber nicht diejenigen, die auch mal in einer schwierigen Phase vorangehen. Und das wird immer als die Arschlochtypen in Anführungsstrichen benannt, aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig der Fall ist. Wir brauchen einfach charakterstarke Männer, die einfach auch mit so einer Situation gut umgehen können. Die müssen nicht unbedingt jemanden umgrätschen oder die Mitspieler anschnauzen. Es müssen einfach nur wirklich gefestigte Charaktere sein, die auch dann genau die jungen Spieler oder die etwas unsicheren Spieler einfach ein bisschen an die Hand nehmen. Damals Martin Stranzl, der war wirklich das Paradebeispiel dafür. Der konnte sogar grätschen, ohne den Gegner dabei umzuhauen. Und solche Leute braucht man einfach. Und da muss Max Eber vielleicht mal schauen, dass wir nicht immer nur gucken, dass wir die perfekten Schwiegersöhne bekommen, sondern vielleicht die perfekten Schwiegersöhne, die aber hintenrum auch mal sagen können, was Sache ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte in der Mannschaft, mit der sowas auch wie jetzt aktuell, glaube ich, nicht passieren würde. Ja, und vor allen Dingen, ich gebe dir hundertprozentig recht, vor allen Dingen, es geht, glaube ich, noch nicht mal darum, dass irgendjemand große, fette Ansagen macht, aber dass, wenn die Mannschaft untereinander redet, und offensichtlich passiert das ja, das wurde ja selbst von Hacking in seinem ja, relativen, relativ vernichtenden Urteil nach dem Spiel gesagt, dass sie ja untereinander geredet hätten und so weiter und so fort, also die Mannschaft. Ja. Da braucht man dann eben Typen, die dann auch wirklich sicherstellen, dass auch alle nicht nur reden, sondern dass es eben auch bei den anderen auch wirklich ankommt. So nach dem Motto, hier rein und da Ja. raus. Oder so Lippenbekenntnisse. Sondern dass es wirklich darum geht, Jungs, passt auf, jetzt muss wirklich jeder mitziehen, weil die Lage ist nicht so rosig, wie er glaubt. Ich meine, es ist schon bezeichnend, dass sie nach wie vor von der Champions League reden oder in den letzten Wochen auch, wo wir als Fans, die nun mal jetzt wirklich seit, wie gesagt, 25 Jahren plus, viele noch länger, diese Fußball verfolgen, die Mannschaft verfolgen, den Trend sehen, dass man eher alles Ja. verliert, anstatt eben in die Champions League zu kommen. Aber die Mannschaft scheint sich überhaupt nicht in der Lage zu sein, korrekt einzuschätzen auch. Oder ihre Leistungsfähigkeit richtig einzuschätzen. Ja. Weil das ist so kein Spitzenteam. Weit, weit davon Na, das entfernt. ist aber seit Wochen auch der Fall, dass es nicht mehr so ist. Und deswegen braucht man jemanden, an dem sich die Leute orientieren. Das ist auch besonders in solchen Phasen. Schauen dann, weiß ich nicht, so jemand wie Nico Elvedi. Das sind Leute, die schon irgendwie gezeigt haben, dass sie eine gute Qualität haben, aber vielleicht dann auch in schwierigen Situationen eine Hilfestellung brauchen. Die brauchen jemanden, zu dem sie gucken können und der ihnen einfach Sicherheit Ja, gibt. und es muss ja auch nicht einer sein. Also gerade das, du hast es ja richtig gesagt, wir brauchen nicht dieses Effenberg-Ding, der eine Typ, der irgendwie alle zusammenschnauzt, aber dann im richtigen Moment Ja. trotzdem die Einheit bildet, diese Romantisierung, die immer da gemacht wird. Warum nicht 2, 3 Leute, wo man weiß, auf die kannst du dich verlassen, folgt dem, der Trainer sollte eine zusätzliche Stütze sein, vielleicht noch jemand im Betreuerumfeld und so weiter. Aber Leute, die auch diese sozialen Antennen haben, um zu sehen, Moment, der ist gerade nicht ganz bei der Sache. Ja. Wie kann sowas wie mit Michael Cuisance passieren? Wie kann es sein, dass ein Junge so abdriftet und das sehenden Auges von allen akzeptiert wird, offensichtlich? Oder ist das ein Alleingang des Trainers, dass der Spieler überhaupt so berücksichtigt wird? Ja. Wir sehen regelmäßig bei den sozialen Medien Fotos, wo sich die Spieler untereinander beim Essen, beim gemeinsamen, was auch immer, ablichten, fotografieren, anscheinend zusammen auch Zeit verbringen, alles schön und gut, aber es scheint diese absolute Fokussierung auf den Erfolg, die scheint zu fehlen. Ja. Und das ist etwas, da muss im Kader was aus meiner Sicht geändert werden. Nur ganz ehrlich, wenn ich sehe, wer jetzt schon verlängert wurde, wer noch alles Vertrag hat, wie soll das jetzt noch vonstatten gehen? Ja. Also. Naja, man muss sich halt Leute von außen holen, die vielleicht diese Mentalität mitbringen. Das heißt ja auch nicht, dass
die jetzt verlängert haben, auch unbedingt den Kern der Startformation bilden müssen. Das hängt da, glaube ich, auch immer ein bisschen davon ab, wie der neue Trainer es sieht und wie auch aufgestellt wird. Aber für mich ist ganz klar, dass ich auch im Sommer was tun muss. Also, besonders wenn Thorgan Hazard uns verlässt, werden wir auch finanziell ein paar mehr Mittel haben, um uns qualitativ gute Spieler auch holen zu können. Und von daher, ja, muss man da einfach mal schauen, dass man da auch, weil Max Eberl hat in seinen Jahren bei Borussia immer sehr gute Transfers getätigt, auch sehr vernünftige Jungs geholt. Das waren immer, wo wir gesagt haben, typischer Eberl-Transfer. Aber vielleicht muss jetzt auch mal jemand her, der ein bisschen unangenehmer ist. Ja gut, aber dann geht es ja wieder in diese Richtung. Also ich finde, es ist ganz schwer, auch gerade im Sommer, weil offensiv, ja, da brauchen wir neue Leute, nur die sind wahrscheinlich eher jung, weil man sonst, also ausgereifte Leute bekommst du auf dem Markt nicht, die uns wirklich aus dem Stand heraus weiterbringen. Ja. Das heißt, du musst viel Geld in die Hand nehmen für Spieler, die wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig entwickelt sind. In der Defensive kann man immer gucken. Vielleicht findet man einen, der ein bisschen Mentalität mitbringt. Ich kann hier so einen Eierhahn von Düsseldorf nicht einschätzen. Ja, der hat auch schon einige Male sicherlich gepatzt, aber der hat schon Verantwortung übernommen im relativ jungen Alter. Ja, aber vielleicht musst du auch ganz andersrum denken. Wen man vielleicht gehen lassen muss, weil er, obwohl er vielleicht gar kein schlechter Spieler ist, sogar ein guter Spieler ist, einfach die Entwicklung in der Mannschaft bremst. Und da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, er ist verletzt und er ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler, ganz provokant. Was ist mit dem Kapitän? Was ist mit Lars Stindl? Ja. Ich sehe ihn unheimlich gern. Ich finde ihn einen super Spieler, einen super Typen. Und ich glaube auch, er ist wichtig für die Mannschaft. Aber ist er der richtige Typ, der diese Mannschaft führen kann? Was ist mit Christoph Kramer? Ich stimme seinen Aussagen zu. Er kann sich selbst nach so einem Spiel hinstellen und analytisch sagen, was schiefgelaufen ist. Aber warum hat er keinen Standing in der Mannschaft? Warum ist er nicht im Mannschaftsrat seit Jahren? Obwohl er internationale Erfahrung hat. Tobi ja. Strobel, erfahrener Spieler. Gibt aber im Interview gegen Fohlenhaut nahe zu, dass er große Probleme hat, wenn er im Internet was Negatives über ihn liest. Das sind alles nicht die Dinge, die ich hören will von dem Spieler, der unsere Mannschaft nach vorne bringt. Wenn irgendwelche Irren wie wir hier was zusammenquatschen. Das ist deren Job, die machen den jeden Tag und dieser ganze Zirkus gehört auch dazu. Und da finde ich, da fehlen uns Typen. Und deswegen habe ich eben gesagt, Ginter möglicherweise jemand, der eigentlich potenziell richtig, richtig wichtig für Borussia sein könnte, aber es mental nicht zeigt. Vielleicht sagen, er hat vielleicht auch andere Ziele in England oder so. Wir verdienen uns eine gute Stange Geld daran und suchen uns jemanden, der vielleicht noch nicht ganz die Qualität von ihm hat, aber ein bisschen mehr Mentalität mitbringt. Möglich. Wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, mir fehlt auch der Glaube daran, dass das gemacht wird. Aber vielleicht wäre das mal der richtige Weg. Und ich hoffe vielleicht, oder ich hoffe auf jeden Fall, dass Max Eberl vielleicht solche Gedanken im Kopf hat und mal wenigstens sowas in Erwägung zieht. Weil ich denke mal, dass es immer ein Fünkchen Wahrheit dabei. Man muss, glaube ich, nicht die Mannschaft komplett umkrempeln. Man sieht, dass man einen guten Kern hat, der auch vernünftig funktioniert und auch miteinander Fußball spielt. Und dass es auch teilweise gut ist, dass diese Spieler auch schon seit längerer Zeit miteinander zusammenarbeiten. Aber es gibt auch manche Sachen, wo ich mich wundere, dass die so passieren, wie sie passieren. Wenn ich mir anschaue, wie Michael Lang in der Mannschaft untergeht, kann man ja sagen. Also gut, der ist natürlich auch verletzt. Ist lang verletzt gewesen und hatte immer wieder Probleme in der Saison, aber auch in den Phasen, wo er jetzt dann fit war, hatte er auch jetzt später nicht mehr die Rolle gespielt. Vielleicht funktioniert am Anfang der Saison. Man muss sagen, nicht jeder Transfer funktioniert aber auch sportlich so, wie man es vielleicht will. Vielleicht hat es am Ende nicht. Aber man hat ihn natürlich als Spieler auch geholt, der mit einer gewissen Erfahrung kommt, der auch mit internationaler Erfahrung kommt, der vielleicht auch so ein bisschen jüngere Spieler auch einfach ein bisschen führen kann. Und ich denke, diese Qualität hat er. Und dass man da so gar nichts von gesehen hat, wie gesagt, er hatte auch Probleme mit Verletzungen, aber ja, und er ist neu, also das erste Jahr. Und dann hat es sportlich eben auch nicht so funktioniert. Da wird man eh sehen. Also ich bin mal gespannt, wenn dann auch Marco Rose zum ersten Mal seine Mannschaft sieht. Es hat ja häufiger den Effekt gegeben, wenn ein neuer Trainer zu Borussia kommt, das ist von Favre angefangen, dass eigentlich alle Trainer relativ schnell sehr angetan waren von der Mannschaft, gerade eben, weil sie so charakterlich sauber ist auf den ersten Blick und auch auf den zweiten und dann eben sehr sich erstmal auf die Zusammenarbeit freuen und dann doch sagen, komm, ich arbeite weiter mit den Spielern und nicht sagen, ich brauche 5, 6 neue. Ja. Aber vielleicht ist das auch genau das Problem, weil die Mannschaft zeigt nur dann
ihre Schwäche, wenn es mal hart auf hart kommt. Und diese Situationen kommen in der Regel bei einem Trainer am Anfang nie. Ja. Weil da ist denn der neue Geist, dann wird gearbeitet, konzentriert und die Spieler sind in der Lage dazu, auch die taktischen Sachen umzusetzen. Aber wenn es dann eben mal, wenn das Latein am Ende ist des Trainers, dann fehlt diese Selbstheilungskraft. Jetzt kann man natürlich sagen, gibt es das in der Bundesliga, dass Mannschaften das schaffen? Mir fällt immer Eintracht Frankfurt ein, aber die haben natürlich auch jetzt zwei Trainer, die ganz klare Vorstellungen immer gebracht haben, die sie auch sehr gut geführt haben. Ja. Deswegen ist das vielleicht auch eine Forderung, die komisch klingt. Nur, wie viele Mannschaften spielen so lange eigentlich schon oben, halbwegs oben mit wie Borussia, scheitern aber in den entscheidenden Momenten häufig gerade an diesen Dingen. Da sind wir eine der ganz wenigen Mannschaften. Viele haben mal ganz schlechte Saisons und kommen dann wieder hoch. Wir sind eigentlich jetzt seit Jahren konstant, und das ist eine Riesenleistung, unter den Top Ten. Und da gebe ich Max Eberl recht, das ist für unseren Verein der Historie betrachtet wirklich eine tolle Sache. Nur, warum klappt es denn dann in den letzten zwei Jahren und Gott bewahre, hoffentlich zumindest irgendwie dieses Jahr, aber warum ist es dann trotzdem so schwer, am Ende dann den letzten Sprung zu machen, wo es dann uns selber liegt? Ja, das ist dann das Problem, wenn irgendwie mal Gegenwind kommt und Probleme auftreten, dass da vielleicht einfach dann ein bisschen die Qualität dahingehend in der Mannschaft fehlt. Da dann den wie sagt man? Ihr sagt nicht den Bock umstoßen. Nee, das sagst du ja immer. Den richtigen Weg zu gehen und die richtigen Worte zu finden. Und ja, man hat, ich meine, das ist auch ein gutes Beispiel, Spiel gegen Hannover, man macht ein Tor, man denkt eigentlich, okay, jetzt könnte man vielleicht mal ein bisschen befreiter aufspielen, der erste Druck ist weg, aber es passiert nichts und das ist auch eine merkwürdige Geschichte, also weil du eigentlich denkst du da, ja, warum nicht, jetzt geht's mal wieder los. Oder gegen Stuttgart, man kann jetzt alles sagen, wie falsch eingestellt, vielleicht vercoacht und so weiter, aber auf der anderen Seite die Mentalität, dass man erst irgendwie nach dem 0:1 überhaupt wirklich jetzt von der gesamten Spielanlage her offensiver spielt, das sind auch so Dinge, da sage ich dann einfach, ist die Mannschaft sich nicht dessen bewusst, wie das von außen aussieht, was die da spielen. Ja, klar. Das ist merkwürdig. Ja. Und die gucken ja ihre Spiele, die machen ja auch intensive Analysen und deswegen, ja, es ist eine offene Frage. Ich bin gespannt, wie Max Eberl auf der Jahreshauptversammlung damit umgeht. Ja. Wir sind beide leider ja nicht da, aber ich denke, man wird gute Berichte bekommen über den Ablauf, auch wie sich so die Stimmung dargestellt hat. Und ja, strategisch ist ja schon einiges im Gange. Ja. Jetzt muss man vielleicht gucken, was kann man akut noch unmittelbar tun, um den Karren so ein bisschen noch aus dem Dreck beziehungsweise nach Europa zu ziehen. Ja, richtig.